die Pyros. Wir sind bei Stadionbrücke und wer ist hier? Tor Mustier, den ich heute Morgen gesehen habe, der heute das Elfmeter-Tor geschossen hat. All I see is devil. All I see is devil. All I see is devil. No, 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 no. All that I see, all that I see is just devils. 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 Don't drink from the cup of the devils. Don't sit at the table with devils. Don't drink from the cup of the devils. Don't sit at the table with devils. Listen, these devils be savage. Hat er gesagt? Jungs, gibt's sowas auch in Peine? Oh. Was ist das mal? So, genau, wir müssen weiter nach vorne gehen. Ihr seht hier auch überall hier Polizei. Kaiserslautern-Fans sind auch schon alle da. So voll habe ich den Hauptbahnhof schon lange nicht mehr gesehen. Manchmal ganze Texte, aber auch kleine Passagen. Ich war immer nur am Schreiben und dir fein und schlafen. Nein, ihr Pisser wisst nichts von mir. Ich hab mich von euch nicht bei mir. Ihr habt nichts kapiert, ich hab die Schrift studiert. Meine Zeile bleiben ewig im Gedächtnis. Und ihr lebt weiter ewig im Gefängnis. Nach diesem kleinen Bushido-Konzert machen wir uns jetzt weiterhin auf den Weg Richtung Dönerladen. Mach hier überall Polizeiwagen. Wir nähern uns unserem Ziel, aber es sieht hier voll aus. Jeder will seinen Fasten einfach aufmachen. Und ich sehe leer aus. Schon vor 5 Minuten gewesen. Leer, ja. Voll. 5 Minuten Verspätung fürs Fasten aufmachen. Sache gute Döner. Hier ist auch eine Schlange, der Laden ist hier voll. Okay, dann warten wir halt. Du musst jetzt auch eine Schlange. Jens, wie lange sind wir jetzt über die Zeit? 20 Minuten vielleicht. Was sagt die Rolex? Das ist keine Rolex heute. Haji, was sagen Sie? 15 Minuten sind wir. 15 Minuten? Verspätung. Aber für dich hat sich das gelohnt. Ja. Mashallah. Jo, meine Freunde, willkommen zu MDSTV. Hier ist unser verehrter. Genau. Ich bin zum ersten Mal in diesem Dönerladen. Ich habe noch nie Döner probiert. Und gleich werden wir mal testen hier. Geschmackstest. Geschmackstest. Kritische Bewerter, ne? Genau. Sehr kritisch, aber alles. Wow. Albaner verteilt Geschenke. Jens, wie lange? Ist schon vergangen. Sagt die Rolex. Ja. Ich hoffe, wir schaffen es noch wirklich zum Stadion. Wir warten schon 40 Minuten auf das Essen. Wie lange dauert das für Anton? Wir schaffen das zeitlich nicht. Jungs, Heide, guten Appetit. Wir haben nur noch 50 Minuten Zeit. Hier, Heide, tschüss, Essen. Ich muss erstmal schaffen, den zusammenzufalten. Wir können das Tisch zu halten. Komm mal. Was sagst du? Was sagst du? Erzähl mal, was ich hab noch nichts gespürt. Zu wenig Döner. Frag ihn mal, er hat schon mehr gewissen. Sein Döner ist schon leer, Alter. Gib dir eine gute 6. 15, den habe ich. Ja. Ja, ich bewerte heute nicht. Geil. Also, mach aus. Da, wo wir in eine Stunde fängt das Spiel an. Und wir sind immer noch hier. Und? Wie machst du das? Lieber draußen. Warum? Ich würde das besser wie vorne machen. Endlich, Alhamdulillah. Heide, los, schnell. Musti, ganz schnell Dönerbenotung. Ich gebe eine 7. 7? Ja. Von 10? Dennis. Nee, von 6 von 10. 6 von 10. 6 von 10. Was sagst du zum Döner? Eine gute 8.
Eine gute 8, okay, schnell weiter. Gänz. Ich sag 7,5, weil 7 hat er schon gesagt, sonst wäre es langweilig. Ich will es nicht spannender machen. 7,5. War ganz gut. Also, ich fand den Döner interessant, aber wir hatten echt Zeitmangel. Und ich geb eine 6,5. Und jetzt sind wir wirklich sehr spät. Ich weiß jetzt nicht, ob wir zu Fuß gehen sollen oder ob wir einfach den Bus nehmen sollen. Wir sind jetzt ausgestiegen, wir sind bei Stadionbrücke. Und wer ist hier? Tor Mustier, den ich heute Morgen gesehen habe, der heute das Elfmeter-Tor geschossen hat. Mustier. Dankeschön. Und, wir rufen einen Sieg für Hannover 96 jetzt. Ein Sieg für Hannover 96. Was sagt dein Kollege? I'm very happy to see my cousin in Hannover, but I'm living in France. Yeah. It's the first time with. And where are you from? In Marseille. Marseille. Oh, Olympique Marseille. Cool. Alles klar, dankeschön. Okay, danke. Wir haben nur noch 30 Minuten. Wir haben einfach Bushaltestelle Tom Mustier gesehen. Und jetzt versuchen wir irgendwie zum Stadion zu gelangen. Ey. Erst das Essen, jetzt dieses kurze Treffen. Scheiße. Aber hier ist das Stadion auf jeden Fall, Leute. Wir sind gleich da. Hier sind die ganzen Menschenmengen. Und ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Peace out. Wir sind hier beim Südeingang und müssen jetzt zum Nordeingang. Wir kämpfen gegen die Zeit hier. Bevor wir reingehen, die Nadine hat geschrieben beim Havelse-Vlog, sie möchte gegrüßt werden. Musti, grüße mal Nadine. Viele Grüße an Nadine. Nadine, schöne Grüße. Grüße für Nadine. Und natürlich auch von mir. Nadine, schöne Grüße. Dankeschön, dass du kommentiert hast. Guckt euch mal hier die Schlange an, Alter. Das war's damit, pünktlich zum Spiel kommen. Musti, wann sind wir endlich da? Ich möchte raus! Jens, Jens, hast du die Pyros dabei? Wo ist Dennis? Dennis, seid ihr? Wir haben nur noch 12 Minuten. Wir warten jetzt hier, dass wir die Tickets immer zeigen können. Ich hoffe, wir schaffen es einfach pünktlich. Wo ist der? Da. Dieser Albaner, der wartet wieder. Ehrlich geil. Endlich! Free Games! Heideland? Wir haben jetzt nur noch 11 Minuten und ja, wir rennen jetzt zu den Plätzen. Ich hoffe, wir haben nichts Wichtiges verpasst. Ich hab da ein Gefühl!
Spiros! Wo sind die Pyros? Da sind die! Feuerwerkskörper von abschließend von Raketen in Richtung platzieren wir einen Bus. Die anderen Fans sind natürlich auch das Spiel. Bitte unterlasst das Abbrennen von Feuerwerkskörper. Heute abgeht einfach. Wir haben einfach den Abflug verpasst gerade, weil wir sind geflasht. Alter, einfach mega, mega. Eine der besten Stimmungen bis jetzt in Hannover. Das war nochmal knapp, aber gut gehalten von Sila. Oh! Wo sind die Pyros? So kennt man Kaiserslautern. Von Feuerwehrspiel. Bitte unterlasst das Feuer in Richtung Spielfeld. Jetzt haben wir genug Pyros für das ganze Jahr gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich auf das Spiel konzentrieren soll. Oder auf die Pyros, auf die Bands. Es ist einfach viel zu viel los drumherum. Es ist einfach richtig geile Atmosphäre hier. Guckt euch mal den ganzen Pyro-Rauch hier an. Die ersten 15 Minuten sind hier vergangen. Man kann jetzt noch nichts Gesundes sagen. Jens, was sagst du zu der ganzen Atmosphäre hier? Ja, das ist wirklich der Hammer. Ich habe noch nie so eine krasse Atmosphäre hier gesehen. Hammer, mit den Pyros und den Raketen und alles nochmal. Grüße gehen raus an Edwin, der nicht gekommen ist. Ja, wo bist du, Junge? Wo bist du? Jetzt ist der Raum auf jeden Fall weg und ich kann euch jetzt die Kaiserslautern-Fans zeigen. Auf jeden Fall auch eine stabile Fangruppierung.
Abseits. So früh gefreut. Die erste Halbzeit endet hier mit einem 0:0 und jetzt gehen wir rüber zu O8, da erwartet uns nämlich eine kleine Überraschung. Wir warten hier immer noch bei O8. Ich habe hier eigentlich ein Date mit jemandem. Kurz zum Spiel, das Geilste waren natürlich die Pyros von Hannover und später dann hat Kaiserslautern mitgemacht. Ja, es steht immer noch 0:0, es kann heute einfach alles passieren. Wir hoffen natürlich, dass Hannover heute gewinnen wird. Jawohl. Auf geht's Hannover! Hier kommt unser Team! Hier ist unser Super! Hannover 96! Eddie hat 2:0 getippt, was sagst du? Also ich sage, dass es ein knappes 1:0 sein wird, aber auch für Hannover auf jeden Fall. Auf jeden Fall nicht. Kaiserslautern kommt jetzt. Oh nein, nein, nein! Durchschnittlich zum 0:1 von der Spielerin in der Hand. Die 54. Spielminute. Kaiserslautern führt 0:1, aber es ist noch genug Zeit da. Ich tippe auf ein 2:1 für Hannover. Mittlerweile haben wir schon 60 Minuten auf der Uhr und die Luft wird immer enger. Da kommt schon die Joker. Was ist das denn, ja?
Musti, wir sind nicht in Istanbul. Egal, Hauptsache Fußball, weißt du? Tüpraş Stadion. Neue Partie mit der Rückennummer 16. Havertz! Jesus! Ole! 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 Los, Leute! Los, Leute! Nein! Alter. Sonntagsschuss am Samstag. Also heute ist es echt schwierig zu verstehen, was der Schiedsrichter vorhat. Jetzt kommt wieder Kaiserslautern, nein. Glück gehabt. Kaiserslautern, sehr gefährlich. Das Spiel ist aus Hannover 96 und der SC Kaiserslautern. Leider hat es heute nicht geklappt,
1:1 unentschieden. Hannover hat gut gekämpft. Kaiserslautern hat gebunkert. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg beim Abstiegskampf. Was ich heute auf jeden Fall richtig steil fand, waren die Pyros, die Raketen und das Kaiserslautern mitgemacht. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Wenn ja, gebt diesem Video ein Like für den Algorithmus. Schreibt die Kommentare voll. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.